dann durch den Kopf, dass der Verrat gar nicht von den Frauen kam und der Wurm des Argwurms somit vollkommen im falschen Buch oder im falschen Apfel fraß, denn der Verrat stammt immer aus dem Rhizom selbst, das sich aller Subjekte, ob auf der linken oder rechten Seite, ungefragt bemächtigt. Und somit erklärt sich, dass es vergebliche Liebesmühe gewesen wäre, zu glauben, man könnte Einfluss nehmen, sich imprägnieren, eingravieren, den anderen auf seine Seite des vermeintlichen Lebensprojekts, das ja auch schon bereits von andersher durch ein Alieniertes vorgegeben war und gar nicht das eigene war, herüberziehen, ob Unübermittelbarkeit oder Unübertragbarkeit, war das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und die aristophanischen Liebesverbindlichkeiten, reiner Marketingtrick, aber nicht als Hinterlist oder als Falle oder als Hinterhalt vom anderen inszeniert, sondern eben bereits durch das dritte, das übermächtige Rhizom, das sich aller bedient und alle Hoffnungen genauso wie Illusionen, genauso wie Täuschungen schürt und inszeniert und somit nichts zu erreichen gewesen wäre, denn diese Drittveränderungsimperativität hat nicht einmal eine Sprechstunde. Es gibt den Witz, ein Mann ruft bei einer Nummer an: Hallo, hier das Sekretariat des lieben Gottes. Und er erschrickt und sagt: Oh, Verzeihung, da habe ich mich verwählt, und legt auf. Stutzt kurz und denkt sich: Oh, verdammt, wie war denn die Nummer?